Joe Biden macht es nicht. Das neue Asylgesetz tritt früher in Kraft und die neue Google-Tochter startet gut. Das sind die Themen bei Update Politik. Opening werden wir noch arbeiten, beziehungsweise an das andere. Herzlich willkommen zu Update, Update Politik am heutigen Freitag. Warum läuft es jetzt nicht? Ja, die Technik mal wieder. Ja, wird ja dann nach der Herbstpause ein bisschen aktueller. Letzte Ausgabe vor der Herbstpause, nächste Ausgabe erst von Update Politik. Wann die es gibt, steht unten im Ticker drin, auch unten in der Videobeschreibung, aber am Ende dazu sage ich etwas mehr. Wir beginnen aber jetzt erstmal mit einem sehr, 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 sehr frischen Thema. Wenn ihr das geradewegs nicht an dem heutigen 23. Oktober guckt, dann oder im Laufe dieser drei Wochen, wo es kein Update gibt, dann ist dieses Gesetz schon in Kraft getreten. Das neue Asylgesetz, was erst letzte Woche vom Bundestag und Bundesrat beschlossen wurde, mit schnelleren Abschiebungen, Sach anstatt Geldleistungen für Asylbewerber. Das soll in einigen Teilen schon morgen am Samstag, den 24.10., also zwei Monate vor Weihnachten, am kommenden Samstag schon in Kraft treten. So das Bundesgesetzblatt, so wurde es darin veröffentlicht. Damit wird es eine Woche früher als sonst starten. Es sollte eigentlich am 1. November, also Sonntag in einer Woche, starten. In Kraft treten und somit können dann die vom Bund und Länder beschlossenen schnelleren Abschiebungen, abgelehnte Asylbewerber und die Umstellung von Geld auf Sachleistungen bei der Versorgung im Prinzip schon morgen beginnen. So dann natürlich die Meldung. Koordinator, der Flüchtlingskoordinator der Bundesregierung und Kanzleramtschef Peter Altmaier von der CDU bewertete diese Umsetzung mit einer der schärferen Asylregelung als ein sehr gutes Signal. Er sagte der ARD, wir wollen bei den Abschiebungen der abgelehnten Bewerber, die keinen Anspruch haben, hier zu bleiben, besser werden, schneller werden und das auch noch in diesem Jahr. Da ist ja die meiste Kritik dran, dass ja unter anderem die Bearbeitung von Asylanträgen ja sehr, sehr schleppend läuft. Man muss natürlich auch sagen, dass dort eigentlich mehr Mitarbeiter gebraucht werden, die natürlich dann auch durch dieses neue Gesetz kommen sollen. Und außerdem sind ja neben den verschärften Regeln, die beispielsweise ja die Abschiebung natürlich schneller machen sollten, auch ein zügiger Bau von Unterkünften soll beschleunigt werden. Außerdem sind dazu Milliardenhilfe vorgesehen vom Bund und Länder und also des Bundes für die Länder und für die Kommunen, die aber diese immer noch als unzureichend kritisieren. Weiterhin wird natürlich aber auch über die sogenannten Transitzonen an der Grenze diskutiert und über eine Verschärfung der Duldungsregeln für Flüchtlinge oder Migranten ohne Bleiberecht. Also nur für viele fordern natürlich zudem eine starke, verstärkte Zurückweisung von Flüchtlingen bereits an der deutsch-österreichischen Grenze. Dort will ja die CSU, beziehungsweise das hat ja auch diese Woche der Deutsche Polizeibund auch gesagt, dass man dort einen Zaun hochziehen soll. Diese Schritte sind in der Großen Koalition noch lange nicht entschieden. Derweil schauen wir mal europamäßig. Bei einem Sondertreffen der Regierungschefs die von der Balkanroute betroffenen europäischen Länder werden am Sonntag zusammentreffen. Und dort soll dann auch geklärt werden, wie man die anhaltend hohe Zahl an Flüchtlingen und Migranten, die täglich über Griechenland, über Griechenland und die Balkanstaaten Richtung Deutschland kommen, umgehen sollten. Die Balkanstaaten haben auf den Ansturm mit sehr unterschiedlichen Maßnahmen reagiert. Unter anderem Ungarn hat sich ja komplett abgeschottet, die Grenzen überall dicht gemacht und das zu Serbien und Kroatien mit einem großen Zaun. So sind die meisten Flüchtlinge nun über Slowenien nach Österreich dazu gezwungen, weiter zu reisen. Und dort gibt es seit einigen Tagen auch komplettes Chaos. Am Mittwoch gab es unter anderem ja auch einen Brand an einer Flüchtlingsstelle in, ich weiß jetzt nicht mehr wo, ich glaube auch in Slowenien oder ganz woanders. Aber das Ganze soll natürlich jetzt etwas verstärkt bzw. jetzt auch verschärft werden. So, dieses Thema, das ist ein ganz brandaktuelles Thema, solltet ihr das dann noch dort dann dementsprechend sehen. Wir kommen zu einem Thema der Woche,
was die US-Präsidentenwahl angeht. Die findet erst in knapp einem Jahr statt, aber jetzt geht es ja natürlich schon los, dass die Demokraten und die Republikaner nach einem Kandidat suchen. 8 Jahre lang darf ja nur ein Präsident im Amt bleiben, das ist die Regel. Es gab einmal eine Sonderregelung, die war während des Zweiten Weltkriegs damals, die ist aber ja, eine Sonderregelung, wie es schon heißt. Nun steht natürlich das Ende der Amtszeit Barack Obamas an. 8 Jahre sind voll. Man sieht es natürlich an ihm selbst, dass ihm diese 8 Jahre ihn ordentlich ergraut haben. Und größte Favoritin bei den Demokraten könnte unter anderem Hillary Clinton sein. Die Ex-Frau des, die Ex-Frau sage ich schon, die Frau des Ex-Präsidenten Bill Clinton. Sollte die Präsidentin werden, wäre sie erstens die erste Präsidentin der Vereinigten Staaten. Zweitens würde Bill Clinton dorthin kommen, wo er selbst 8 Jahre war, wäre aber dann der zweite, der First Man, also nicht First Lady. Ein bisschen komisch. Naja, einer, von dem man natürlich auch gehofft hat, dass er in dieses Rennen einsteigen würde bei den Demokraten, ist der Vizepräsident Joe Biden. Der 72-Jährige, 72 Jahre alt, ist der bei den Demokraten und Republikanern als integrierter, sympathischer Vollblutpolitiker gilt. Da war natürlich noch nicht klar, was er machen wird. Nun steht fest, er macht es nicht. Ja, er hat sich viel Zeit gelassen. Hillary Clinton und Bernie Sanders, der auch natürlich unter anderem Chancen hat, Kandidat der Demokraten zu werden, aber es wird wohl, glaube ich, meiner Meinung nach Hillary Clinton, wird es nicht machen und sagte natürlich, scherzte dann vor dem Auftritt, wo er das dann gesagt hat, danke, dass Sie mir den Rosengarten einmal ausleihen, gegenüber seines Chefs eigentlich quasi, nämlich dem Präsidenten. Barack Obama, er sagte, ein netter Ort. Er hat natürlich dann auch erklärt, er habe nach dem Krebstod seines Sohnes im Mai, der nur 46 Jahre alt wurde, durch die Phase der Trauer gehen müssen. Und ihm sei klar gewesen, dass es für eine Bewerbung um das höchste Amt im Land ein Zeitfenster gibt. Er sei zudem auch zu dem Entschluss gekommen, dieses Fenster hat sich geschlossen. Also es hat nur gerade die Zeit hat nur dann halt gereicht zum Trauern, die man halt auch dafür braucht. Wenn ein wichtiger Mensch von jemandem geht, und das ist dann halt auch nicht gut. Dass er nicht kandidiert, wird auch nicht bedeuten, dass er stillhalten werde, versichert Biden in seiner knapp 15-minütigen Rede, die er dort gehalten hat. Und dass er auch zu einer Kandidatur gepasst hätte. Er werde sich weiter einmischen in die Geschicke der Partei und auch in die Geschicke des Landes. Amerika habe sich ja während der Präsidentschaft von Barack Obama sicher aus der Krise heraus bewegt. Es wäre eine Tragödie, würde sich das Land von der Erbschaft des Präsidenten abwenden, so Biden in seiner Rede. Kostenlose Bildung, mehr Kinderbetreuung, Abschiede von der Rolle als Weltpolizist zugunsten einer Zusammenarbeit in internationalen Bündnissen. Das sind unter anderem ja auch die Sachen, die Obama 8 Jahre lang, es sind jetzt im Moment 7, aber es wird im nächsten Jahr dann stolze 8 sein, natürlich gemacht hat. Aus der Weltwirtschaftskrise rausgekommen, kostenlose, also Gesundheit, Krankenversicherung für jeden und so weiter und so fort. Glaubwürdiger als die beiden ernsthaften Bewerber, also sprich Bernie Sanders, der eher aussieht, als würde er in die Steckdose jeden Morgen packen, damit er überhaupt wach wird, und Hillary Clinton, die natürlich Ahnung hat, denn sie war in den ersten 4 Jahren unter Obama Außenministerin, kennt sich in der Außenpolitik sehr gut aus und könnte da auch dann in Amerika für die nächsten 4 oder 8 Jahre auch aufräumen, wenn sie nächstes Jahr Präsidentin wird. Weiter sagte natürlich Biden, ich gehöre nicht zu den Leuten, die denken, es sei naiv, mit Republikanern zu sprechen. Wir sollen die Republikaner nicht als unsere Feinde betrachten. Sie sind die Opposition. Zum Wohle des Landes müssen wir zusammenarbeiten, so heißt es endlich. Und weiter heißt es, dass Washington endlich anfangen sollte, wieder zu funktionieren und auch in Richtung von Hillary Clinton, die ja zuletzt hart scharfe Töne gegen die Republikaner geschlagen hat, denn dort ist ja unter anderem Donald Trump, der ja ordentlich auf die Pauke haut, unter anderem natürlich, um auch quasi die Stammwähler aus Migrantenländern wie Mexiko und natürlich aus anderen südlichen Teilen Amerikas etwas wegzuschreien. Biden bleibt bei seiner Entscheidung als einer der wenigen Vizepräsidenten der amerikanischen Geschichte nicht für den Präsidentenamt zu kandidieren. Was er immer war, das sagt auch der Artikel, den ich gefunden habe, dass er ein Optimist ist und er glaubt auch weiter daran, dass noch Amerika seine besten Tage vor sich hat. Naja, wird natürlich dann auch Zeit, dass es natürlich dort rumging, aber als natürlich die Meldung rauskam, dass es Biden nicht macht, ist natürlich klar, mit 72 Jahren.
würde er das 8 Jahre lang durchziehen, wäre er 81, wenn natürlich das Volk ihn weiter für 4 oder 8 Jahre wählen würde. Und das wäre schon echt heftig. Der älteste Präsident überhaupt. Ich glaube, es gab schon mal einen, der so alt war. Und vielleicht will Biden das einfach nicht. Und durch den Tod seines Sohnes, da will er halt auch einfach nicht das machen. Und Präsident wäre er ja gern geworden. Und er hat natürlich auch noch dazu gesagt, während meiner Präsidentschaft haben wir den Krebs besiegt. Naja, leider sein Sohn nicht. Das ist sehr traurig. Aber vielleicht wird Biden doch noch. Geht das überhaupt eigentlich, wenn der Präsident ja nicht kandidieren darf? Also nach 8 Jahren darf dann noch der Vizepräsident? Nach weitere 8? Das wäre echt lustig. Ja, nochmal 8 Jahre oder vielleicht nur 4 Jahre Joe Biden als Vizepräsident. Vielleicht unter Hillary Clinton oder Bernie Sanders. Entscheidet sich dann Anfang nächsten Jahres bzw. 3 Monate vor der Wahl, nämlich am ersten Donnerstag im November 2016, wählt Amerika einen neuen Präsidenten. Wenn es uns bis dahin auch noch gibt, dann werden wir darüber natürlich berichten. Wir kommen zu den News der Woche, direkt sofort, ohne jegliche Sache, wie die gleich kommt. Könntest du natürlich denken, was gleich noch kommt, Google nämlich. Aber wir beginnen sofort mit den News der Woche und wir beginnen mit Henriette Reker. Die Oberbürgermeisterin, sie wurde zur neuen Oberbürgermeisterin von Köln gewählt, ist aber einen Tag vor der Wahl am Sonntag, nämlich letzten Samstag, durch eine Messerattacke eines Rechtsradikalen schwer verletzt worden. Sie befindet sich auf dem Weg der Besserung, heißt es der Stadtverwaltung in Köln. Sie wurde am letzten Sonntag mit einer absoluten Mehrheit zur neuen Oberbürgermeisterin gewählt. Henriette Reker wurde unterstützt von der CDU, Grünen und der FDP. Sie hat gestern am Donnerstag natürlich die Annahmeerklärung unterzeichnet und ist somit dann neue Oberbürgermeisterin der Stadt Köln, bis sie erst wieder auf dem Weg der Besserung bzw. bis sie selbst die Amtsgeschäfte übernehmen kann, übernehmen einige andere Parteifreunde dieses Amt. Was ganz Neues in Chile, was natürlich Deutschland immer noch nicht hinkriegt, kriegt wenigstens Chile hin. Und zwar nämlich können in Chile nun Homosexuelle, Lesben oder Schwulen nun künftig ihre Partnerschaft registrieren lassen. Mit dem neuen Gesetz, der über die zivile Lebensgemeinschaft, die seit Donnerstag gilt, können nun Homosexuelle und Lesben, also Schwule und Lesben nun heiraten. Kinder adoptieren dürfen sie nicht, aber die homosexuellen Organisation MOVIF, geschrieben M-O-V-I-H, bezeichnet dies in Chile als einen historischen Schritt. Und dann kommen wir zur Post. Für die, die noch klassisch anstatt per elektronischer Post ihren Brief normal verschicken, das Briefporto steigt schon wieder, und zwar nämlich diesmal von 62 Cent auf ganze 70 Cent. So heißt es natürlich. Und so wird es natürlich dann auch sein. So soll dann aber bis 2018 dann das Porto nicht mehr steigen. Unter anderem natürlich wegen den hohen Kosten und natürlich auch wegen der großen Konkurrenz. Für das unter anderem war es auch ein Vorschlag der Bundesnetzagentur. So kann natürlich die Post nun ihr Porto auf 70 Cent erhöhen. Ja, soviel dann zu den News der Woche. Mehr News gibt es wie immer auf unserer Internetseite www.derchotv.wordpress.com, auch während der Herbstpause, die natürlich am kommenden Dienstag, den, ich glaube, 27. Oktober beginnt. Es gibt von da an dann natürlich keine Videos auf YouTube, das bedeutet alles unter anderem Herbstpause. Mehr dazu dann morgen mit der Update-Medienausgabe am 24. Oktober. Google ist nicht mehr so richtig eine eigenständige Firma. Es gab ja natürlich noch vor kurzem die Google Incorporated. Jetzt heißt das Ganze Alphabet, also Alphabet. Denn wie ja im Sommer bekannt wurde, hat ja Google natürlich gesagt, dass ja die Firma quasi eine Tochtergesellschaft einer anderen großen Firma wird und somit auch andere Sachen, die bei Google gemacht werden, sei es wissenschaftlich, wirtschaftlich oder natürlich was halt noch sonst mit Google zu tun hat, auseinandergefriemelt wird aus dem eigentlichen Google. Somit bedeutet Google nur noch YouTube, Android und natürlich auch die Suchmaschine und vieles mehr. Und derweil heißt der ganze große Konzern rund um Google und YouTube Alphabet oder Alphabet. Der neue Mutterkonzern hat nämlich die Erwartungen in dem ersten Quartalsbericht unter neuem Namen übertroffen. Von Juli bis September unter anderem stieg nämlich der Überschuss im Jahresvergleich von 2,74 auf stolze 3,98 Milliarden Dollar, umgerechnet 3,58 Milliarden Euro, also in Dollar fast 4 Milliarden geschafft, so der Konzern.
Der Finanzvorstand Ruth Porat sagte unter anderem, unsere Ergebnisse zeigen Googles Stärke vor allem bei der mobilen Suche. So suchen ja unter anderem dann Nutzer mit Smartphone und Tablets mehr natürlich mit ihrem Handy, anstatt natürlich auf dem klassischen Computer wie natürlich Desktop. Der Umsatz, der legte um 13% zu auf 18,68 Milliarden Dollar, bereinigt um Kosten, die der Konzern in Kauf nimmt, um natürlich die Nutzer auf seine Internetseiten zu lotsen, Google und Co. natürlich. So lagen die Erlöse bei 15,1 Milliarden Dollar. Analysten hatten sogar mit schwächeren Zahlen gerechnet. Die Aktie ist danach nachbörslich nochmal um 10% gestiegen. Zur starken Marktreaktion beitragen hat natürlich unter anderem auch die Ankündigung von Aktienrückkäufen im Wert von 5,1 Milliarden Dollar. Und die Werbeeinnahmen, die wichtigste Einnahmequelle von Alphabet bzw. ja von Google, kletterten um 13% auf 16,78 Milliarden US-Dollar. Auch die Investoren haben das kritisch beobachtet und die Investoren haben auf die kritischen Ausgaben beobachtet, schauen natürlich kritisch drauf, so heißt es richtig, legten um 9,1% zu auf 13,97 Milliarden Dollar. Ja, das Unternehmen wird nun unter der neuen Finanzchefin, es ist eine Frau, Ruth Porat heißt sie, wird nämlich sparsamer in den Vorquartalen, hatten die Anstiege bei 10, 13 und 22% gelegen. Und das Ganze wird natürlich, ist auch ganz einfach so zu sehen, dass es jetzt etwas besser wird, aber natürlich auch sparsam muss man auch überall sein. Die ersten Quartalszahlen mit der neuen Struktur erst, also mit allem Neuen, nicht nur mit dem neuen Mutterkonzern, sollen erst im nächsten Jahr im Januar veröffentlicht werden. Mal schauen, ob es dann noch Plus gibt oder ob es doch durch den Umbau vielleicht sogar ein Minus gibt. Das werden wir natürlich dann sehen. Darüber werden wir auch schön berichten. So viel dann auch zu dieser heutigen Update-Politik-Ausgabe. Die nächste Ausgabe gibt es erst am 20. November, also in gut 4 Wochen. Der Echo TV geht nämlich für gute 3 Wochen mit den YouTube-Videos in eine Pause. Nicht eine Kreativpause, sondern eine Herbstpause. Ich fahre in den Urlaub, gönne mir mal einfach ein bisschen Pause. Die News schlafen nie. Deswegen möchte ich euch auf die WordPress-Seite hinweisen. Auf Facebook gibt es natürlich auch mehr liebe YouTube-User, die sagen, Facebook ist doof, wenn ihr Facebook nicht habt. Aber Twitter macht einen Follower, also folgt dann der Twitter-Seite von der Echo TV. Außerdem wird es wahrscheinlich nach der Herbstpause einige optische Veränderungen bei Update geben. Das kündige ich jetzt hier auch schon mal an. Es werden ein oder anderen Sachen optisch verändert werden, weil ich habe ja letzte Woche einen Bericht geschrieben, einen internen Bericht, dass ich nun endgültig auf Windows 10 wechseln werde. Das wird unter anderem auch daran liegen, dass ihr beispielsweise bemerkt, dass das Videoproduzieren etwas anders ist. Das ist unter anderem ja in die Hose gegangen durch das Aktualisieren von dem Windows-Betriebssystem. Ob es diesmal glückt, werden wir sehen. Wenn nicht, dann wird es einige Einschränkungen geben für die nächsten Wochen. Mal gucken, ob das Ganze funktioniert. Somit gibt es dann erst die nächste Update-Politik-Ausgabe in 4 Wochen, am 20. November erst wieder. Somit nähern wir uns dann sind es noch gut 2, 3 Ausgaben, bis wir dann mit dem Jahresrückblick starten, wieder mal. Wie das Ganze dann aussehen wird, das wird ihr dann alles nach dieser Herbstpause erfahren. Morgen am 24.10., 2 Monate vor Weihnachten, gibt es dann Update Medien, dann noch Update Sport und Let's Play Pokémon Rubin. Und dann ist erstmal bis zum 16. November erstmal Ruhe hier auf dem YouTube-Channel. Aber solange gibt es noch für die nächsten 4 Tage noch Videos. Bis dahin wünsche ich, 3 Tage sind es noch. Bis dahin wünsche ich euch noch alles Gute und wir sehen uns natürlich wieder hier bei der Echo TV. Tschüss.